Der FC Schalke 04 kann im Abstiegskampf aufatmen. Nach der 1:3-Niederlage des VfB Stuttgart bei Hertha BSC liegen die Knappen mit 30 Punkten weiterhin 6 Zähler vor dem Tabellen-16. Zwar kann der VfB an den letzten beiden Spieltagen noch 6 Punkte einfahren, bei einer um 23 Treffer besseren Tordifferenz ist es jedoch nur noch theoretisch denkbar, dass Schalke auf den Relegationsplatz abrutscht, Service-Bundesliga-Tabelle. Bildergalerie: Rose, Hacking, Baum, Kovac und Co. Das Trainerkarussell der Bundesliga 45 Bilder. Rechnerisch alles klar machen kann die Elf von Trainer Hug Stevens am Sonntagmittag gegen den FC Augsburg. Bundesliga: FC Schalke 04, FC Augsburg ab 13:30 Uhr im Live-Ticker. Jetzt das aktuelle Trikot von Schalke 04 bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeige: Freiburg und Augsburg sind gerettet. Definitiv im Oberhaus bleiben seit Samstagnachmittag der SC Freiburg 32 Punkte und der FC Augsburg 31, die ebenfalls von der Stuttgarter Niederlage profitierten. Da der erste FC Nürnberg 0:2 in Wolfsburg und Schlusslicht Hannover 96 1:3 gegen Spitzenreiter FC Bayern verloren, sieht für Stuttgart alles nach 2 Relegationsspielen am 23. und 27. Mai aus. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga: Pissarro sorgt für Dortmunder Drama. Fußball, Premier League: Big Point für Klopp, Sorge um Salah. Fußball, Bundesliga: Bayern kontert Beckenbauers Kritik. Fußball, 2. Bundesliga: Wolf bleibt trotz HSV-Blamage. Check 24, Doppelpass mit Eberl, 11 Uhr im TV. Drimmitsch: Gladbach hält aus dem Nichts. Let's Block Ads.